Jo, hallo liebe Leute. Heute fliegen wir mal wieder mit dem Titan. I'm going to get my burger. With the Titan Titan. I was. Let me go back over here and maybe I can make a little bit of a I got hit me, but it's too much. I was talking. Oh, I was talking. I'm just talking to you.
Zwei Titan haben sich gern. Nase an Nase. Ist der Heli noch da? Ne, der ist natürlich nicht mehr da. Schade aber auch. So, kann ich mir mein Auto hierher bringen lassen? Kann man ja gleich mal ausprobieren. Er muss ja ganz vom Mount Chiliad runterholen, der Arme. That ain't gonna work. I can't bring it right now. Ja, kann er nicht auf dem Flughafen, na dann muss ich hier doch erstmal laufen. Ich bin ja heute noch nicht genug gelaufen. Obwohl, könnte einfach mal ein Rennen starten. Na komm schon. Wo sind denn hier die guten? Die richtig guten Rennen. Business Class. Geschäftsreise. Nehmen wir die mal. Gehen wir mal auf Geschäftsreise. Jo, dann fahren wir rennen. Like 4500. Oh, oh. So. Und App dafür. Na? Bin ich wieder allein? Thank you.
Arschloch. Anders kannst du nicht gewinnen, ne? Fair Play hast du noch nie was von gehört. Wahrscheinlich. In deinem ganzen Leben noch nicht. Beim Mensch ärgere dich nicht, benutze Würfel, die nur Sechsen haben, ne? Ich hoffe, du krachst da noch irgendwo mal richtig irgendwo voll rein. Bleibst noch mal irgendwo richtig hängen. So richtig mit Komplettausstieg und so. Wagen in den Arsch, zieht nur noch zu einer Seite und so. Genau das gönne ich dir jetzt. Weil du es einfach nicht drauf hast. Nur mit Schummeln hast du es drauf. Andere wegboxen und dann durchziehen. Ne? Aber du kannst die meisten nur. Kannst beruhigt sein, bist in der Reihe von ganz vielen, die das nur so können. Hast du nur mit Schummeln gewonnen, Meister. Darfst dich zweimal mehr freuen, weil du geschummelt hast. Und noch scheiße, na, egal. Noch ätzender ist es, dass du kein Mikro hast und dich nicht mal rechtfertigen kannst und vielleicht auch gar nicht willst. Mit deinem Popel, den kannst du auch für dich behalten. Idiot. Idiot. Und tschüss. Die Ladezeiten. Wenn man dafür bezahlt kriegen würde, für die ganzen Wartezeiten hier, irgendwie, dann wäre ich schon längst Multimillionär. So, versuchen wir es nochmal, ein Rennen zu fahren. Ich gebe es ja nicht auf, ne? Mal wieder beitreten, mal gucken, manchmal geht es sehr gut, meistens aber eher nicht. Die fahren dann mit irgendwelchen komischen Einstellungen da nachts und Regen und Verkehr und Verfolgung von Bullen und allen möglichen an. Das ist ja kein Rennfahren, das ist ja kriminell unterwegs sein. Rennen geht anders. So, gucken wir mal, was hier geht. Blondie Maya. Du bist bestimmt deutsch. Blondie Maya kann nur Deutscher sein. Wenn du dich auf YouTube sehen willst, brauchst du nur meinen Kanal gucken. Der heißt genau wie ich, Lobotomie Fatal. Level 40, der bin ich.
wo geht's hier lang? Ich habe hier keine Ahnung, kenne die Strecke nicht. Was muss man hier machen? Fahr einfach mal, ach da, alles klar. Jo, und schon gleich einmal daneben. Das muss man ja wissen vorher, was hier abgeht. Hä? Da kann man ja gar nicht rüber. Was ist das denn jetzt für ein Blödsinn? Wie soll man denn da rüberkommen? Hä? Wie soll das denn funktionieren? Geht ja gar nicht. Da ist sogar keine Rampe. Wie soll man denn da rüberspringen? Hä? Schnall ich nicht. Funktioniert nicht das Spiel. Da haben sie Scheiße programmiert. Dann warte ich hier, bis das Rennen zu Ende ist. Da durch. Ne? Ne, geht genauso wenig. Da haben sie eine Rampe zu wenig hingesetzt. Kommt man nicht rüber. Ist ja ätzend. Wie kann man so einen Blödsinn machen? Ah! Oh nee! Was soll denn das? Wo geht's weiter? Was ist das für eine blöde Strecke? Nee. Wie kann man denn so einen Blödsinn machen? Oh, und die Kamera. Hallo. Oh, zu weit. Schade. Schade, schade. Braucht man gar nicht so doll springen. Und der war zu kurz, oder? Ja, der war zu kurz. Oh nee, haben wir das Blöde gemacht. Der könnte gepasst haben, oder? Nee, er geht schon wieder zu weit. Was soll denn das? Oh nee. Immer das letzte Drittel vom Flug, der geht da plötzlich vorwärts. Ah, er hat ihn angenommen. Na, Gott sei Dank. Dass wir hier mal zur Potte kommen. Jo, macht nix. Fand ich eh nicht so toll. Blödsinn. Ich will ein vernünftiges Rennen fahren und nicht so ein Schwachsinn. Wo man Gas geben kann. Naja, war ja ganz nett, aber nicht das Wahre. So, kann man hier vernünftig Rennen fahren?
I hope so. Schön Tageszeit einstellen und schönes Wetter einstellen und Verkehr aus und Fahndung aus. Und dann kann man Rennen fahren. Ah ja, fliegen. Fliegen ist nett. Fliegen macht Spaß. Kann man gut bei entspannen beim Fliegen. Aktuelle Tageszeit war vielleicht nicht so schlau jetzt hier im Dunkeln, aber egal. Hast du den kleinen Jet und ich habe hier so eine Scheißmaschine. Konnte man doch auswählen. Ich dachte, man muss sie nehmen. Na gut. Aber ich selber schuld. Na, so geht's natürlich nicht. Oh, wo ist denn hier der nächste Punkt? Oh! Ist ja eine üble Parcours hier. Ich weiß mal gar nicht, wo man lang fliegen muss hier im Dunkeln. Ja, im Hellen wäre besser gewesen, hätte man besser gesehen, wo man lang fliegt. So war es ja dann doch mehr ein Blindflug. Oh, den können wir nochmal wiederholen, gibt gut Geld. Ah, ich habe doch noch gewonnen. Na dann, wieso habe ich jetzt Glatze? Das weiß auch kein Mensch. Na komm, Blondie Maya. Daumen rauf oder Daumen runter? Push the triangle button, please. Oder so. Na gut, wenn dir das nicht gefallen hat, dann können wir das ja nicht machen. Aktualisieren wir mal. Wie schnell wir uns immer einig sind, ist auch super. Feines Arbeiten. Wie gesagt, wenn du das Let's Play sehen willst, Logotomie Fatal heißt mein Kanal.
Kannst alles auf YouTube gucken, morgen. Das sind super Einstellungen. Hey! Sorry! I'm a lady! Oh, das lenkt aber auch scheiße, das Teil. Ja, ja, genau das. Genau passiert. Bisschen zu doll gelenkt, dann steht er gleich quer. Wow, der Felsen war zu hart. Falsche Richtung? Kann ich angehen. Achso, deswegen. Ich muss jetzt auf dich warten, dann war es wieder die richtige Richtung. Oh, komm, gib Gas. Ja, meine Karre schon im Arsch. Ui. Wow. Ui. Geht da richtig ab, die Kiste. Wo geht's lang? Da hoch. Alles klar. Wow. Ja, da geht er hoch. Nichts. Da muss ich hin. Wo muss ich da hin? Da runter. Komm. Was für eine Strecke.
Das macht die Karre. Oder nicht Männchen machen. Jawohl, habe ich auch mal einen gewonnen. Da bin ich Warzenschwein. Und was gibt's für die Tortur? Oh ja, nicht schlecht. Kann man nicht meckern. Kaufen würde ich mir die Karre nicht. So, noch ein Rennen? Ja, genau, machen wir. Gerade so gut im Schwung. Ja, schade, dass du ein Mikro hast. Könnte man sich ein bisschen unterhalten dabei. So muss ich hier den Allein-Entertainer spielen. Oh ja, ein Supersportler. Das war aber nicht nett. Hast mich gut gegen das Wrack gelotst, ey. Geschickt gemacht, ich wollte dich nicht treffen, aber habe ich den scheiß stehenden Wrack da getroffen. Bisschen kurz, eine Runde. Oder aus Punkt zu Punkt drin. Naja, gibt auch nicht viel Geld. Aber lustig. Driften habe ich keinen Bock. Einmal aktualisieren. Da, genau. Hatte ich auch im Sinn.
hoch in die Pampa. Du kannst ruhig starten. Geländewagen. Wollen wir es wagen im Gelände? Mit dem Geländewagen? Ja, Nachricht gucke ich gleich nach dem Rennen. Drei, zwei, eins, go! Diesmal hat es mich zerpatzelt an der Stelle. Dumm gelaufen. Manchmal wird man doch nicht aus Fehlern von anderen klug. Ich fahre schon wieder den gleichen Fehler. Was ist denn das? Ich sehe nicht, wo es lang geht da an der Stelle. Ich fahre mal völlig falsch. Blöde Gesetz, die Punkte. Nicht intuitiv. Zweimal völlig falsch gefahren, weil die Punkte so blöd gesetzt sind. Nee, das gibt einen Daumen nach unten. Das ist Murks. Nach dem Rennen werde ich mal
die Aufnahme beenden. Geht ja auch schon eine ganze Zeit. Das war ja ganz geschickt. Dachte mir von Pia. Aber als das letzte Rennen ist, hast du gedacht, kannst du ja nochmal alles geben. Ne? Deine Karre ist bestimmt auch gut getuned, ne? Ziehst du ja richtig weg, ey. Da komme ich ja gar nicht wieder ran. Hätte es gar nicht nötig gehabt, mich so wegzurammeln. Wäre so davon gezogen.
Ich habe hier die Standardkarre und die ist eine getunte. Weiß gar nicht, was du dir da Sorgen gemacht hast. Oh komm, fahr doch geradeaus. Kackkarre. Ah ja, Level 77 bist du ja auch noch, ja. Deswegen, selbst mit der gleich schnellen Karre bist du schneller. Wenn du ein Level hast. Ich kann auch nicht mehr als Vollgas fahren, ne? Mehr geht nicht. Die Strecke ist nicht schlecht. Schön lang. Liebe lange Strecke. Nicht schlecht. Ohne das Weggerammeln am Anfang wäre es besser gewesen. Jo, dann ich gehe mal wieder in den freien Modus und beende die Aufnahme. Ich wünsche dir noch viel Spaß weiterhin. Wie gesagt, kannst du dir die Let's Plays angucken die nächsten Tage. Lobotomie Fatal heißt mein Kanal. Bis dann, tschüss.